Sehr geehrter Herr Präsident, danke für die Einladung, geschätzte Damen und Herren, Ihnen einen angenehmen Spätvormittag, vom Biorhythmus her ja nicht ungünstig gelegen, unmittelbar nach dem ersten Tageshöhepunkt. Darf ich zunächst voraussetzen, Sie sind sicher hergekommen mit der Erwartung, dass der Bergsport auf physisch und psychisch sehr positiv wirkt. Also ich denke, Sie sind bisher bestätigt worden und Ihr Kommen macht Ihnen Freude. Was ich Ihnen jetzt ergänzend dazu quasi zwischendurch bringen darf, ist Daten, Fakten, auch Überlegungen, auf welcher gesellschaftlichen, auf welcher wirtschaftlichen Basis sich das eigentlich abspielt. Also nicht wertend, sondern, wie ich hoffe, für Sie als interessante, ergänzende Information. Faktum ist, die Freizeitorientierung der Lebensstile in der Gesellschaft, Arbeit und Freizeit sind den Menschen gleich wichtig, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ausgedrückt durch den nicht ganz richtigen, aber bleiben wir dabei, Begriff Work-Life-Balance. Das alles spricht ja für aktive, vernünftige, selbstbestimmte Freizeitbeschäftigung. Wir bewegen uns darüber hinaus vom Industrie- ins Dienstleistungszeitalter. Auch das spielt einen nicht unwichtigen Faktor, weil ich persönlich der Meinung bin, dass die personenbezogene Dienstleistung, nicht die Dienstbotentätigkeiten der 60er, 70er Jahre, sondern die von Mensch zu Mensch erbrachten, mit der entsprechenden Fürsorge, mit der Anteilnahme erbrachten Dienstleistungen auf hohem Niveau, ein großes Wertschöpfungspotenzial darstellt. Und das hat natürlich für die Tourismuswirtschaft eine sehr hohe Bedeutung, weil sie ja quasi als Leitwirtschaft der personenbezogenen Dienstleistung, der Mensch im Mittelpunkt des Interesses dienen könnte. Für den Tourismus selbst, weil Sie haben ja, wie Sie hier sind, wahrscheinlich zum überwiegenden Teil nicht nur Freude mit dem Massentourismus und den Sportlern, die sich in den Bergen herumtreiben. Das ist ja ein gewisses, sicher ambivalentes Verhältnis. Für den Tourismus, für unsere Berge, die Natur hat das natürlich die Konsequenz, dass diese aneinandergereihten, zunehmenden Kurzurlaube sehr stark von der Erlebnisbereitschaft, also Erlebnisorientierung geprägt sind. Man will in immer kürzerer Zeit immer mehr erleben und es ist keine Frage und eine triviale Erkenntnis, dass das an Betriebe, an Personal und an die Umwelt immer höhere Ansprüche stellen muss und wird. Eine Tatsache, die Ihnen hoffentlich in diesem Zusammenhang nicht so bewusst ist, und ich möchte es noch einmal erwähnen, die eine ergänzende Information darstellen soll, ist, die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus wird, glauben Sie mir, in Österreich dramatisch unterschätzt. Und zu dem Wort dramatisch greife ich wohl überlegt und bewusst. Der ausgeworfene Anteil von 15% am BIP der Freizeit- und Tourismuswirtschaft trifft es nicht ganz. Ich weiß schon, dass er richtig ist. Aber die indirekten, die induzierten und im ländlichen Raum bestimmenden Zusammenhänge kommen in dieser Darstellung nicht klar heraus. Ein Beispiel, wenn der Tischler einem Bäcker den Laden neu einrichtet. Es gibt den Bäcker in dieser Region aber nur mehr, weil der zu einem Großteil seine Umsätze aus dem Tourismus lukriert, dann sind die Umsätze des Tischlers selbstverständlich nicht in der Bedeutung dem Tourismus zugeordnet. Das nennen wir induzierte Zusammenhänge. Wenn man das wohlwollend mit einbezieht, dann kommen wir zu einem Anteil von mindestens 25% an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung, die aus dem Tourismus erzielt werden. Ähnlich ist es mit den Arbeitsplätzen, diese 650.000 Vollzeitäquivalente, die kaum jemanden etwas sagen.
Das sind 1,2 Millionen Menschen. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt in Österreich wieder indirekt, induziert über den Billardstoß mit dem Tourismus zusammen. Im Jahr 2015 waren in Österreichs Hotels und Gastwirtschaften über 450.000 Personen beschäftigt, verschiedene. Das ist ja das Entscheidende, dass in diesem Gesamtbereich Freizeit und Tourismus sehr viele Saisonkräfte, Teilzeitbeschäftigte, Nebenbeschäftigte tätig sind, die eben indirekt sehr wohl in ihrem persönlichen Haushaltseinkommen vom Tourismus abhängen. Es ist Ihnen bekannt, dass 2/3 unseres wunderschönen Bundesgebietes Bergland sind, dass über 50% der Gemeinden als Tourismusgemeinden bezeichnet werden. Das betrifft also insgesamt 4 Millionen Menschen. Man kann also, ich hoffe, Sie stimmen mir zu, ohne Übertreibung sagen, der Tourismus geht uns alle an. Zumindest indirekt. Diese Tatsache, dass der Tourismus in Österreich volkswirtschaftlich unersetzbar ist, ist weder gut noch schlecht. Das ist ganz wichtig. Ich bin kein Vertreter der Tourismuswirtschaft, sondern als Grundlagenforscher interessiert die Daten und Fakten zu ihrer wirtschaftlichen, politischen, sonstigen Entscheidung darzulegen, wie sie tatsächlich sind. Wir haben uns in der heute üblichen Auftragsforschung daran gewöhnt, zu übersehen, dass wer für einen Auftrag forscht, auch das Ergebnis dem Auftraggeber ein klein wenig unter- oder beiordnen wird. Und in diesem Sinne wird auch von den Touristikern, von der Freizeit- und Tourismuswirtschaft selbst unaufgeregt, aber viel zu wenig klargestellt. Nur im Tourismus, letztlich im Dienstleistungssektor, wo wir Menschen miteinander zu tun haben, ist der Arbeitsplatz ortsfest. Und das ist im Zeitalter von Digitalisierung und Industrie 4.0 kein zu vernachlässigender Faktor. Zum Zweiten, der Tourismus war und ist Job und damit Wirtschaftsmotor. Wir haben das in diesen Krisenzeiten ja deutlich mitbekommen. Auch das ist wertfrei. Nicht, der Tourismus ist jetzt die Wirtschaft schlechthin. Wir sind volkswirtschaftlich in diesen Zusammenhängen von ihm mehr abhängig als uns vielleicht, ich komme dann in der nächsten Folie darauf zurück, bewusst ist. Der Tourismus ist oder könnte sein, für eine, wenn es stimmt, sich entwickelnde Dienstleistungsgesellschaft, noch einmal, nicht die Dienstbotentätigkeit, Dienstleistung von Mensch zu Mensch, High Touch, auf neuem, relativ hohem Ausbildungsniveau, von dem ist die Rede. Und für eine solche Entwicklung könnte selbstverständlich der Tourismus eine Leitwirtschaft sein. Und zu guter Letzt, Hand aufs Herz, nur über Dienstleistungen werden in der Summe neue Arbeitsplätze entstehen. Diese Entwicklung wird weit in Industrie, produzierendes Gewerbe und Handwerk hineinreichen. Aber die Unterscheidungsmerkmale, die Alleinstellungsmerkmale, die Qualitätsmerkmale der gesamten Wirtschaft werden sich eher in den Dienstleistungssektor verlagern. Eher, nicht ausschließlich, eher. Und dafür könnte die Tourismuswirtschaft aus naheliegenden Überlegungen eine Leitfunktion übernehmen. Soweit, so gut, Ihnen wohlwollend, zu Ihrem wohlwollenden Überlegen näher gebracht. Wie steht nun die österreichische Bevölkerung dazu? Viel positiver, viel klarer als wahrscheinlich allgemein angenommen. Ich mache das jetzt relativ schnell, um Zeit zu sparen. Sie können das nachlesen, sich die Folien in Ruhe dann auch noch einmal zu Gemüte führen. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Viele Regionen leben vom Tourismus. Durch den Tourismus werden viele Arbeitsplätze geschaffen und durch den Tourismus profitieren auch viele andere Wirtschaftsbranchen, habe ich Ihnen ja in etwa so gesagt. Aber wenn Sie auf der Folie rechts, auf dem Chart rechts schauen, diese Zustimmung in der Bevölkerung von Durchschnittsnote 1,4, 1,5,
ist in der empirischen Sozialforschung ein großartiges Ergebnis. Das bringen Sie in ganz wenigen Zusammenhängen so deutlich mit einem repräsentativen Sample österreichweit zustande. Das sollte uns motivieren und jene, die davon leben und an das glauben, sagen, fein, wir sind am richtigen Weg, nicht mehr und nicht weniger. Das entspricht in etwa einer Zustimmung von 75-80% zu diesen Aussagen in der Bevölkerung. Oder die geschätzte Bedeutung des Tourismus für die österreichische Wirtschaft, repräsentativ abgefragt. Und wieder, wenn Sie rechts in der Kolonne rechts schauen, die Zustimmung sogar noch um eine Spur höher, in den Bundesländern nicht wesentlich differenzierend. Das ist es, also diese volkswirtschaftliche Bedeutung ist den Wienern genauso bekannt wie den Burgenländern, nicht nur den Salzburgern und Tirolern. Das ist auch so ein, könnte man meinen, vielleicht oberflächlich betrachteter Fehlschluss. Dieses sehr wichtig und eher wichtig, diese Zustimmung von 96%, wenn sie österreichweit, und eine Zustimmung von und eine Benotung von 1,4 soll das, was ich Ihnen eingangs dargelegt habe, untermauern. Wenn man den Menschen dann die Aussage vorlegt, dass in ihrer Region irgendwie fast jeder vom Tourismus wirtschaftlich abhängt, dann stimmen dem österreichweit 72% zu. Das sind also, wie gesagt, Sie können es in Ruhe nachlesen, die Voraussetzungen, die gesellschaftliche Entwicklung, Freizeitorientierung, Erlebnisorientierung und die Stimmung in der Bevölkerung, das insgesamt positiv und als Alleinstellungsmerkmal im europäischen Wirtschaftskonzert durchaus zu sehen. Was bedeutet das und könnte das für den Alpintourismus im 21. Jahrhundert bedeuten? Ja, ich glaube, diese Ihnen wahrscheinlich ohne dies bekannte Überschrift, Berge schützen, aber auch nützen dürfen. Das ist der entscheidende Faktor. Und wenn wir, wie der Herr Präsident gemeint hat, jeden regelmäßig einmal in der Woche zu einer Bergwanderung, muss man auch den Anhänger mit einschließen für die Wiener, bringen soll, dann bewegen wir mit dieser Grundidee als Metapher gesprochen schon Massen. Und das muss uns also schon bewusst sein, dass dieser Wunsch, das ist gut, das ist wichtig für dich, das ist gesund. Ja, wenn sich diese Erkenntnis durchsetzt, dann haben wir es auch mit Massen, die sich dann in unserer Natur bewegen, zu tun. Da muss man einfach abwägen, inwieweit die Argumente nicht in der einen Versammlung in die Richtung und in einer anderen dann in genau die Gegenrichtung geben. Adolf Ogi, Ihnen wahrscheinlich ein bekannter Schweizer Bundesrat und ehemaliger UNO-Beauftragter für die alpinen Zonen, hat eben gemeint, ich habe das Zitat mitgebracht, wir können in den Bergen nicht alles erhalten, wie es ist. Die Zeitenwende, die ich in meinem Eingangschart ganz kurz dargestellt habe, erfasst eben alle Lebensbereiche, das Hintergrundbild und das Zitat, das folgende, stammen vom österreichischen Alpenverein aus einer Presseaussendung aus dem Jahr 2009. Solange denkt man also in ihren Kreisen schon an dieses Kombinieren, an dieses Schützen und Nützen. Letztlich ist Inszenierung eines Angebotes, nicht die Eventhysterie, das fremdbestimmte Fremdprodukt, sondern Inszenieren im Sinne von Animation, animare, beseelen, Menschen motivieren, bei ihren Bedürfnissen abholen, die schlummern, und sie dann zum aktiven Mitmachen zu bewegen. In diesem Sinne ist Animation ein durchaus positiver Begriff und ist das Inszenieren des kleinen Freizeitalltags, des kleinen Alltagsnaturerlebnisses zu verstehen. Das wirkt nicht von selbst. Wir können Rahmenbedingungen für Erlebnisse schaffen und legen. Ob es ein Erlebnis wird oder nicht, entsteht in uns, in jedem Menschen individuell für sich selbst. Und dass Rahmenbedingungen für diese selbstbestimmte Entstehen von Erlebnissen, das nennen wir im positiven Sinne Inszenieren. Die
scheinbar und in der Diskussion, in der veröffentlichten Meinung oft sehr polarisierend dargestellten Gegensätze sind ja die Verantwortung solcher Einrichtungen wie der des Alpenvereines in dreifacher Hinsicht. In der ökologischen, aber genauso gleich wichtig, in der ökonomischen, darum die Bedeutung, die volkswirtschaftliche Bedeutung, und gleich wichtig das Soziale, denn das Gemeinschaftserlebnis ist immer noch das Schönste. Also gerade Vereine, Verbände haben ja diesen Grat zwischen individuell und doch gemeinsam in ihrem Programm, in ihrer Programmatik quasi von vornherein integriert. Es hängt also letztlich von uns allen, wie wir hier beisammen sind, wie Sie dann in den Diskussionen mit den einzelnen Themen umgehen. Es hängt von uns allen, von einer wirklich klugen und offenen, unaufgeregten Meinungsbildung und von daraus konsequent gezogenen Schlüssen ab, ob es bergauf oder bergab gibt mit unserem Wirtschaftsraum Alpen. Und es ist keine Frage, dem österreichischen Alpenverein, wie allen alpinen Vereinen, kommt in dieser Frage des Abwägens dieser drei aus meiner Sicht gleichwertigen gesellschaftlichen Positionen eine bedeutende, eine große, eine unersetzbare Rolle zu. Kurz jetzt zum Tourismus. Also Sie verzeihen mir in Anbetracht der Zeitdichte jetzt relative methodische Sprünge. Wir haben im Tourismus in Österreich als Grundlageninformation einen auf zwei Beinen stehenden mit Sommer- und Winternächten ausgeglichenen Zustand. Ideal erst in den letzten Jahren, also wenn man die Jahre 2007, 2008 als diesbezüglich endgültige Zeitzone hernimmt, dann steht der Tourismus, die Tourismuswirtschaft in Österreich auf zwei Beinen. Gott sei Dank könnte man meinen, übersehen wird, dass das zwei grundverschiedene touristische Angebote sind. Also der viel zitierte Ganzjahrestourismus besteht zunächst aus zwei Angeboten, die überhaupt nicht bzw. sehr schlecht kombinierbar sind. Dem Massentourismus Skilauf, der den Wintertourismus noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ausmachen wird. Alternative Angebote können ergänzen, überbrücken, ersetzen. Auf Dauer können sie Skilaufen, Snowboarden und Langlaufen nicht. Und für die drei Bereiche braucht man Schnee. Ökologie und Ökonomie. Ihre Entscheidungen. Ich wollte nur darauf hinweisen. Wenn man also den Tourismus in Österreich mit einer Überschrift bezeichnen will, dann ist dieser Tourismus Bergsport, Seen, Wellness und Städte. Das sind die vier Themen, die die Menschen als Motivation in Österreich Urlaub zu machen oder für uns in den Ballungszentren Lebenden unsere Freizeit zu verbringen, ausmachen. Vom Tourismus einen Schritt zum Sport, Bergsport und Tourismus ist das mir vorgegebene Thema. Man kann an dem Bergsport nicht vorbeigehen, ohne sich das Sportland Österreich näher anzusehen. Und das sind wir nicht, wie in der veröffentlichten Meinung dargestellt. Ich habe vorgestern in der ZIP 2, einer der qualitätvollsten angeblich Nachrichtensendungen Österreichs, unwidersprochen einen Europaparlamentarier zitieren gehört, dass 75% der Menschen in Europa und in Österreich, die Studie war dann auf Österreich umgelegt, regelmäßig Sport betreiben. Das ist ein unerlaubt, großer Unsinn, den ich in dieser Dimension noch nie erlebt habe. Und das zu relativieren, geschätzte Damen und Herren, ist doch nicht dagegen sein und nicht ORF-Bashing. Und der Journalismus steht unter dermaßigen Auflagen und Quotendruck, dass wir Konsumenten aufgefordert sind, alle diese täglich über uns hereinprasselnden Analysen, Expertisen, Expertenmeinungen, Coaches und was uns alles die Welt erklärt, dass das nur zum Teil stimmt, dass viele Denkanstöße richtig, vernünftig sind, aber die Welt, die uns da vorgestellt wird, gibt es nur im Ausnahmefall. So auch im Sport.
Sie können das in Ruhe dann durchschauen. Etwa gut 30% kann man als regelmäßig einmal in der Woche, das ist das, was wir uns in den Bergen machen, einmal in der Woche machen 30% Sport. Da ist aber der Bergsport ein Teil. Da ist alles das, was wir unter Sportaktivitäten hören, mit dabei. Die Relationen herzustellen, das wäre mir so wichtig. Unaufgeregt relativieren und dann die eigenen Schlüsse ziehen. Ob als Verband, als Politik, als Kammer oder als Einzelner oder Familie. Wenn wir uns den Freizeitsport in Österreich anschauen, dann kann man ja mit ein bisschen konstruktivem Wohlwollen sagen, der Bergsport ist ein prägender Bestandteil des Freizeitsports. Sie sehen das aufgeteilt in die drei Altersgruppen, das Wandern und Skifahren in allen Altersgruppen immer dabei sind und das Snowboarden, Mountainbiken sich über die Altersgruppen verschieden verteilen. Das ist also, und noch ein letztes Mal, Sie können uns dann in Ruhe nachschauen im Tagungsband, das ist der Freizeitsport in Österreich. Das sagt jetzt noch nicht viel. Das haben Sie wahrscheinlich eh gewusst. Vor Besprechungen, Symposien über den Sport haben ganz selten eine Darstellung, die jetzt folgt. Was machen die Menschen nie? Das ist nämlich unmissverständlich. Von sehr gern und gelegentlich und selten und eher und das, so wird ja manipuliert in der Auftragsforschung, im Ergebnis. Nie ist unmissverständlich. Und das wird Sie hoffentlich, weil es soll ja ein Impuls, ein Denkanstoß sein, keine Oberlehrerweisheit, das wird Sie überraschen, dass nie betrifft selbst zu über 40%, mache ich nie, die Hauptsportarten Radfahren, Wandern, dann schon mit 60%, mache ich nie, Skifahren 64, Schwimmen 64, dann eventuell noch Fitnesstraining, Nordic Walking und dann ist der viel zitierte Sport in Österreich aus. Alles, was dann passiert, ist in der Mache-ich-nie-Kategorie 80% und jenseits. Das ist nichts, das kann man jetzt darstellen, welch großes Potenzial haben wir. Das ist auch positiv. Es gibt unendlich viel zu tun in diesem Sportland Österreich, wo die Verbände von 3 Millionen Mitgliedern sprechen. In Wahrheit sind das 1,2 Millionen. Das wissen sie auch ganz genau, ist nichts Neues. Nur dieses mit Zahlen salopp bei einem Symposium, bei einer Jahresversammlung agieren, kann ja niemand nachprüfen. Der Grundlagenforscher stößt es unaufgeregt Jahr für Jahr ins Netz. Die Überraschungen, das Feedback hält sich in überschaubaren Grenzen. Aber immerhin, wenn wir zurück, der Bergsport, Alpinsport mit Wandern, Skifahren, Mountainbike, Snowboarden und Bergsteigen in diesem ersten Drittel, auch wenn man es mit nie quasi von der anderen Seite aufzieht, ist ein großer Erfolg, ist die Zukunft, ist das Angebot, Potenzial für den Alpenverein wie für alle alpinen Vereine. Ähnlich, ich darf gleich vorausschicken, ich bin der Hiob, nicht die Botschaft. Zahlen erhoben wirklich verlässlich, vernünftig, wissenschaftlich, aber in Anbetracht dessen, wie wir im vorigen Triumvirat-Referat gehört haben, wie wichtig, wie positiv dieser Sport sein kann, wie Mitgliedschaften also daher notwendig wären, um das Angebot auch an die Menschen zu bringen, so schaut es tatsächlich aus. Schauen Sie diese überwiegend roten Balken an. 90% der Menschen sind in keinem Verein Mitglied. Das ist so. Darum habe ich vorausgeschickt, hier oben nicht Botschaft. Kann nichts dafür. Die alpinen Vereine liegen ja mit diesen 9-10%. Also das ist durchaus glaubhaft, wenn der Alpenverein 450.500 Mitglied. Das ist alles hineininterpretierbar. Das ist nur in der Gesamtdarstellung von der anderen Seite, wir sind ein Land der Sportler, der Vereinsmitglieder, sollte für Ihre Überlegungen, wie gesund der Bergsport ist und wie wenig aber eigentlich mitmachen und den Vereinen das Angebot in Anspruch nehmen, das sollte Ihnen also eher Motivation und Freude sein und nicht das Kommen verdorben haben. Wenn wir uns also die Regionalentwicklung anschauen,
Wenn ich das im Sinne, weil wir haben gehört, 68% der Österreicher leben in Ballungszentren. Also das ist ja klar. Österreich wird ja nicht kleiner. Die 33.000 Quadratkilometer bleiben ja. Wie wichtig der ländliche Raum als komplementäre Ergänzung wird. Der muss unsere ganze politische Aufmerksamkeit, dem muss der gesamte politische Aufmerksamkeit gewidmet sein. Dem ländlichen Raum, den wir komplementär für Lebensstile, für Lebensglück, Zufriedenheit brauchen. Die Urbanisierung passiert eh von selbst. Wenn wir die durch nicht klug durchdachte Verkehrspolitik, öffentlichen Verkehr noch verstärken und uns dann noch darüber, ja freilich, und in Europa mit 68% sind wir eh noch recht gut bedient, weil in Deutschland sind das schon 73, glaube ich, und in wo war es ganz hoch? Belgien, danke, 98 oder 95%. Ja, das ist die Entwicklung, die ist unumkehrbar. Umso wichtiger müssen uns die komplementären volkswirtschaftlichen politischen Aufgaben erscheinen, diese Freizeitorientierung zu nutzen, die Erlebnisorientierung zu verstehen, dass das nicht Inszenieren von Großevents, sondern für den Menschen da sein, kleine Alltagserlebnisse helfen, das Frühstück zum Erlebnis machen in einem Hotel. Das ist das Entscheidende. Nicht das große Idalp, ist auch gut, Tina Turner, super, aber das meine ich nicht mit Inszenieren des Freizeitalltags. Also Freizeitorientierung nützen, für Ihre freien Zwecke nützen, Erlebnisorientierung verstehen, was damit gemeint ist. Die Ganzheitlichkeit der Lebensstile, dieses sowohl als auch, wenn Sie so wollen, dieses weiblicher, ökologischer, emotionaler Werden der Gesamtgesellschaft, dieses Ganzheitliche, beides gilt, beides ist mir wichtig. Das ist ein ungeheuer großes Potenzial für Angebote, für die Entwicklung der Angebote alpiner Vereine, wie auch das nachgewiesen steigende Verständnis für Natur und Nachhaltigkeit durch Urlaubsangebote, durch Vereinsangebote gefördert werden kann. Die Menschen sind schon dort. Nur das Ankoppeln, das Abholen und sie dorthin führen, wo wir sie dann letztlich haben wollen, da gibt es noch großen Handlungsbedarf. Man könnte es ja zusammenfassen, unsere Aufgabe ist es, Alpenverein wie Touristiker, dass wir uns vom Massentourismus zum horizonterweiternden Erlebnistourismus weiterentwickeln. Und mit horizonterweiternd meine ich diese Fülle an Informationen, die eine Wanderung, einen Ausblick, einen Hüttenbesuch ausmachen können. Also das Informieren rund um das Tun hinaus. Wandern allein ist für insbesondere Kinder Fahrt. Wenn ich das mit Informationen, mit Erlebnissen aufpeppe, dann erreiche ich für unsere Ziele viel, viel mehr, als wenn man eben bei diesen statischen Überlegungen dieser Begriffe verhaftet bleibt. Und das wäre in der Summe mit dem Mitwirken, zum Beispiel des Alpenvereins, wäre das eine sehr positive, sehr wichtige, für Österreich unersetzbare Entwicklung des ländlichen Raumes. Wenn alle, möglichst viele, in den einzelnen Regionen, auch in den Ballungszentren, diese Zusammenhänge ähnlich sehen. Ich habe Ihnen jetzt zum Schluss noch eine Überlegung mitgebracht, die ich mir gut überlegt habe, passt das nicht? Ich glaube schon, weil sie sind Meinungsbildner in diesen Zusammenhängen. Woran alpine Vereine, der Alpenverein als der größte in Österreich, federführend mitwirken sollte, ist die Erkenntnis, wie wichtig eine Gastgebergesinnung in Österreich wäre. Im positiven Gastgeber sein. Und wie Sie vorher gesehen haben, das wollen ja 75% der Menschen, sind ohne dies affin, haben eine Beziehung zu dieser Einstellung. Und dieses Gastgebersein heißt, ich kenne mein Angebot, ich selbst, und das muss jeder in der Region sein, muss sich mit diesem Angebot identifizieren, welcher Art immer. Es ist mein Angebot, muss der Quartiersgeber sagen. Nicht nur die Headline in der Homepage, im Hochglanzprospekt. In den Apps. Das ist alles ergänzender Massenschutt.
ja, wird wahrgenommen und beeinflusst mich mit. Aber das Entscheidende ist das High Touch, das viel wichtiger ist als dieses High Tech. Und da muss ich eben alle in einer Region, wie immer Sie die jetzt definieren, mitnehmen. Und dazu, geschätzte Damen und Herren, ist ein Prozess notwendig. Das können Sie nicht bei Jahresversammlungen, ich bin ja bei zig solche Jahresversammlungen eingeladen worden. Da redest du einmal im Jahr, alle nicken, gehen auseinander und es passiert morgen genau dasselbe. Es geht in der Politik, in der Wirtschaft, im Tourismus, wo immer. Jahresversammlung, tolle Ideen, nicken, Applaus, man geht hinaus und morgen geht es so wie gestern weiter. Macht nichts, so sind wir alle. Wenn ich jetzt diese volkswirtschaftliche Bedeutung, diesen Zusammenhang von Interessenslage alpiner Vereine, vom Bergsport und Tourismusangebot, wenn ich das ernst nehme und wirklich einen Ruck durch die Bevölkerung erreichen will, dann ist es ein Prozess, der im Alltag der Einwohnerinnen, der Bewohner dieser Regionen stattfinden muss. Wöchentlich, 14-tägig, das dauert ein Jahr, bis ein Angebot entsteht, das nachhaltig ist, ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich, an das aber alle in dieser Region glauben. Das Entscheidende ist, dass die Mehrheit des Tales der Region an genau dieses Angebot glaubt, weil es mit eingeladen war, diesen Prozess der Angebotsentwicklung mitzugestalten. Am Ende eines solchen Prozesses, den Sie als Alpenverein modellhaft da oder dort initiieren könnten, am Ende müssen Beschlüsse, nachgewiesene, da muss man die Leute dann fragen, ob da 100 mitmachen oder 1000, ist ganz egal. Am Ende gibt es quasi Beschlüsse, ja, dokumentierte Beschlüsse, wo die Einheimischen festlegen, wie sie die unter den heutigen Aspekten hier abgehandelten Themen, wie sie dieses Angebot in ihrer Region, in ihrer Heimat entwickelt wissen wollen. Und das ist dann die beste Grundlage für Wirtschaft und Politik. Dann haben die ja kein Problem mehr, weil das, was die Mehrheit des Volkes will, wird nicht in allen, aber in den meisten Fällen doch hilfreich und für eigene Entscheidungen wichtig sein. Ich bin überzeugt, dass nur auf einem solchen Weg der Prozessmoderation und der Einbeziehung und der, wenn Sie so wollen, Federführung der alpinen Vereine, wenn wir das ernst nehmen, dann ist eben nur auf diesem Weg ein wirklich nachhaltiges Tourismusangebot erzielbar, das alle ihre heutigen Überlegungen, ihre Sorgen, Ängste und Freuden mit einbezieht. Ja, damit bin ich zeitgerecht beim Ende, habe 5 Minuten eingebracht. Man könnte also den Bergsport als positiv und nachhaltig wirkenden Tourismusfaktor etablieren. Das gelingt, steht vor mir dann, Sie können es mitlesen, das wird nur gelingen, wenn der Angebotsentwicklung im Tourismus ein höherer Stellenwert eingeräumt wird und die Einheimischen zur Mitgestaltung, wenn Sie wollen, unter Ihrer Federführung eingeladen werden. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.